Rice. Du wärst bei dem Angriff der wilden Gude fast umgekommen. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich kann schon auf mich aufpassen. Ich sagte, lass es ruhig angehen. Das heißt, bis auf Weiteres keine langen Patrouillen oder Aufklärungseinsätze. Verstanden, Ritter? Yes, Sir. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, mir ist leider die Aufnahme abgeschmiert zu diesem Part hier, den wir hier gerade machen tun. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal machen. Und ich war schon so stolz, das ist wieder bald die Strafe dafür, dass ich über mich selbst stolz war. Und ja, warum war ich so stolz? Wir haben schon ganz supidoll Supermutanten besiegt, mit gar nicht mal so vielen Schuss, wie wir schon einmal gehabt haben. Das Schloss sieht stabil aus. Ja, natürlich, Experte, habe ich vergessen. Und ja, das dürfen wir jetzt dann gleich nochmal machen. Doch zuerst und zuvor plündern wir hier wieder alles aus. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, könnte sein. Wieso eigentlich nicht? Aber wenn, dann sind sie ziemlich gemein zu mir, weil, wieso? Oh, danke. Ich glaube, das war ein Kompliment. Ja. Ich nehme es mal als Kompliment auf. Gut, also wie gesagt, die Aufnahme hat sich vertschüsst. Die ist jetzt im Mistkübel. Mitsamt meinem Computer. Nein, Spaß, 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 Spaß. Aber trotzdem muss ich das, also dürfen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Naja, Übung macht den Meister und ich mache mir da keine Sorgen. Ich hoffe mal, dass ich deshalb jetzt nicht schlechter schießen werde. Ja. Und somit plündern wir hier noch schnell alles aus. Denn das hatte ich im letzten Part. Also, eigentlich schon mal gemacht. So, hier war auch noch was. Hier ist noch was. Haarklammern, glaube ich, recht viele. Und eine Handschelle. Und ansonsten war hier, glaube ich, nichts mehr. Nee. Da drüben war noch was. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. Hier glaube ich nicht, aber da drin, also hier. Hier haben wir noch einen Haufen Werkzeugskraffel. Weh, du Kaktür, bleib offen. So. So, so, lala. Ja, ja. Und wie geht es euch so heute? Ich hoffe, gut. Mir geht es hervorragend. Auch wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Wie gesagt, ist wurscht. Ich weiß wenigstens schon, wo wir hingehen müssen. Ah, ich bin wieder fesch überladen. Hey, sag einfach Bescheid. Ja, und das wäre mal nämlich. Ja, du nimmst jetzt bitte wieder alles, also an Waffen und so. Ich werde auch kurz wieder in unser Dörfchen zurück müssen, weil nicht nur um uns hier zu erleichtern, sage ich mal, sondern ich glaube, ich habe was aufgewertet. Bilde ich mir jetzt ein. Ah ja, die wollte ich anziehen. Genau. Nein, da. So. Perfekt. So, dann gehen wir weiter. War ich jetzt hier schon drin? Nein. Nee, nee, nee. Hier ist alles gut. Dann haben wir noch da unten ein bisschen was. Also hier. Jawohl. Das Zeug kommt mit. Wie gesagt, ich schmeiße es dann noch schnell alles zu Hause weg. Rein in unser Lager. Sehr gut. Was haben wir hier? Blablabla. Bap, bap. Schraubenschlüssel. Eine Angel. Also gibt es doch noch Angeln. Sieht aus wie eine Zigaretten-Dings, aber ist in Wirklichkeit nichts. Außer ein Scherbenhaufen. Reagenzgläser. Kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Ja. Relikt, wie freundlich, echt. Ich bin kein Relikt. Ich bin genauso fesch wie früher. Ja. Quasi jung geblieben. Ja. Und ihr natürlich auch. Wir sind alle jung geblieben. Ja, im Herzen immer. So, was haben wir da? Genau, entriegeln. Ja, ich entriegel es jetzt nur, wir haben es quasi eh gelesen, aber das wird jetzt wieder ein neues Wort sein, fürchte ich. Ich hoffe, ich erwische es. Nein. Na, ah, das wollte ich nicht. Voll verdrückt. Jawohl, perfekt.
Und ich verlasse das hier gleich. Ich wollte nämlich nur die Erfahrungspunkte mitnehmen. So. Hoppala. Den Eimer, den Besen, das und das. Tür schließen brauche ich, glaube ich, nicht. Hier, 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 hier und hier. Dann dieses und jenes und das machen wir auf. Und das und hier und das und das und das. So wie dieses hier, das, das. Lötlampe. Da. Phew. Und ich glaube, das war's auch schon. Können wir schon wieder verlassen. So. Jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller. Vorher habe ich hier, bis ich hier war, schon wieder 10 Minuten verbrast gehabt. Ja, warum? Weil ich es kann. Zodala. Zodala. Na komm, lad ein bisschen schneller, bitte. Boah, das ist wieder eine Buffen, ne? Also eine Waffe. Die Kettenklinge. Handkettensäge. Aha. Sachen gibt's. Ja, sehr große Beliebtheit, das glaube ich. Perfekt, er hat geladen. Wir freuen uns. Bin ich wieder überladen? Gibt's ja nicht. So. Ja, mit dem ganzen Graffel. Ja, ja. Hier Hammer und so. Da hinten, das brauchen wir nicht. Alles klärchen. Löscher nehmen wir mit. Einen Moment, ich muss mich kurz kratzen. Ja. So, jetzt geht's wieder. Ja, ich weiß, ich sollte mich wieder mal waschen. Machen wir dann auch. Irgendwann, ich verspreche es, mache ich das. Wenn ich wieder mehr Zeit habe. Hey, ja? Was kann ich für dich tun? Wenn der Sommer vorbei ist. Achtung, die Unordnung. Ja? Ach, wenn der Sommer vorbei ist, dann mache ich das wieder, weil dann zahlt sich sehr aus, ne? Weil bis dahin muss ich hier jeden Tag schwitzen, also na weh, das ist ekelhaft. Gottes Willen, das mache ich nicht. So, das tun wir weg. So, Hosenträger-Geschichtel, supi. Mit Taschen, das und dieses. Jetzt müsste ich wieder... Ja, ich kann mich gerade so porten. Ich freue mich. Das heißt, wir tun das auch gleich sofortig und auf der Stelle. Ich markiere dabei dieses Ziel hier. Da war ich nämlich auch ganz kurz. Das haben wir erkundet. Dann habe ich mich hierhin gebordet. Dann sind wir dahin. Gestimmt, die Quest, ne? Wassermarsch. So, Karte, ne? Da müssen wir hierhin. Also zuerst dahin werden wir laufen, dann hierhin. Oder ich könnte eigentlich gleich dahin laufen. Ich glaube, da ist nichts passiert. Das war hier runter. Das war hier rüber. Das war darüber. Also, ich bilde mir ein, da ist nichts gewesen. Also, viechmäßig. Vielleicht begegnen wir jetzt etwas. Oder irgendjemanden. Das könnte leicht sein. Aber eigentlich war da nichts. Weil es war nur bis daher zum Laufen. Und das war es auch schon. So. Jetzt müsste es gleich aufscheinen. Katschanga. Perfekt. Und jetzt können wir uns auch schon porten. Weil mehr als das wollte ich gerade nicht erkunden tun. Und somit gehen wir ab nach Hause. Jupp, bitte, ja. Ich glaube, ich habe auch die Waffen verbessert. Oder habe ich das im letzten Part schon gemacht? Ja, ich überprüfe es jedenfalls nochmal. Sicher ist sicher. Ich glaube, ich habe nur alles... Ich glaube, wir haben eh schon alles aufgewertet. Ja, aber trotzdem, wir haben ja neuen Schrott gesammelt. Vielleicht geht ja was. Wäre ja nicht schlecht. Pippa? Hallo, Pippa. Hey, wohin? Gib mir deinen Graffel. Ja, schau's dir an. Alles nehmen. Bitte ja. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch... Nein, nein, ich breche... Erstens breche ich nicht zusammen. Wie wär's für ein verweichlichtes Mädchen hältst du mich denn bitte? Und zweitens, damit du es gleich weißt, ja? Ich weiß, was ich tue. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, ich schwöre. Warte, haben wir jetzt zwei von der Sorte? Nope. Das kommt rein, das kommt rein. Der kommt rein. Der auch von mir aus derweil einmal. Dann haben wir da. So, rein, 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 rein. Da, 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 da. Dam, da, 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 da. Du auch, rein mit dir.
So, lala. Das gefällt mir sehr. Natürlich auch der gesamte Schrott. Vierti. Was haben wir noch? Das Blähfliegenfleisch kommt weg. Das kommt weg. Fü. Ich würde auch sagen, das hier. Fleisch von diesem Mischlingsköterviech kommt weg. Das kommt weg. Das auch. Die Gemüsesuppe bleibt. Das ist was Geröstetes. Das Chat kommt weg. Klingenkorn. Nix Klingenkorn. Das kommt nichts weg. Ach herrje. Können wir da Waffen? Kleidung, Hilfsmittel. KKK. Schon eine Karotte haben wir auch da. Die wäre gut ansetzen. Kaugummi, Klingenkorn. Die drei Klingen, also zwei Klingenkörner. In dem Fall nehme ich gerne mit. Melone, die kann auf jeden Fall rein. Das Zeug nehmen wir auch nicht mit. Nuka-Cola, Sherry, Dings tun wir weg. Psycho-Buff. Ja. Eintopf. Fleisch kommt weg. Strahlung widerstehen um 100. Reparatursatz. Können Roboter reparieren. Das haue ich auch mal da rein. Das vielleicht auch. Steam-Paket haben wir nur mehr 12. Oha. Autsch. Nix gut. Da muss ich mehr kochen anfangen. Was? Kravum. Ich breche nicht zusammen. Nochmal. Nein, warte. War. Automatisch speichern. Okay. Bitte. Ich laufe nochmal schnell hin das Haus. Da haben wir schon mal unser Weizenfeld angefangen, ne? Und da baue ich jetzt ganz rasch, weil es so schnell geht und so fröhlich ist und alles, bauen wir ganz schnell. Nanu, was sind sie denn? Ressourcen? Ja, ist schon gut, Rosi. Da bauen wir gleich nochmal ein bisschen Klingenkorn hin. So. Kann man ruhig versuchen, so eng es geht, zusammenzustellen. Also, einmal. Und ich würde sagen, ein anderes. Wow, ein anderes Muster. Das gefällt mir gut. Das schaut ja mal nach was aus. Jo, ne? Wow, haha. Was haben wir da noch? Ah, Wurz. Das andere Zeug ist eigentlich gar nicht Muss. Aber wir benötigen hier schon wieder jemanden, der arbeiten hilft. Wir haben aber keinen mehr. Nein, das wird nicht gelagert. So. Dann würde ich... Weil die sind ja schon zu zweit hier beschäftigt. Kotzi! Hallo! Moment. Hilfst du da jetzt auch mit? Tust du gar nicht verteidigen? Ich meine, ist eh wurscht. Mir wäre sogar recht. Befehligen. Und? Hier. Wird gemacht? Das ist super. Haben wir jetzt dann wirklich mehr Essen? Weißt was? Kotzi, wo bist du denn hin? Komm mal her, Kotzi. Ich mach's lieber hier. Ich mach's lieber da. So. Richtig. Ich freue mich. Juhu. 13. Nein, ich will das nicht einlagern. Ich will da einfach nur so. Mein lieber Kotzi von und zu Wörf, der tut da brav Essen machen. Wir nehmen das. Zu werden. Ja. Wir nehmen das hier mal mit. Wieder mal Ernte. So, Frosch im Hals, wie üblich. Also hier mit der Ernte. Das lagern wir gleich ein. Beziehungsweise ich werde gleich probieren, wie das Süppchen kochen. So kriegen Sie einen immer. Was? Ich habe nichts gemacht. Hey, Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, ne? Ganz ehrlich, mir wäre es echt lieb. Ich mag Kotzi. Aber ich werde noch ein bisschen bei Pippa bleiben. So. Weiß. Och, wie der so lieb fragt. Ma, da wird er ganz narrisch. Der Kerl da. So niedlicher. So niedlicher Kotziwurf. Kotziwurf. So. Eines Tages wird Sex. Da schmeißen wir mal das Ganze in das Ganze rein. Das Ganze Hilfsmittel, Essensding. Flaschenkürbis zum Beispiel. Die Karotte kommt rein. Dann der Mais selbstverständlich kommt auch rein. So wie die Melonen. Die Mutterbeeren kommen rein. Da-da-dam.
die Tato-Pflanzen, also die Tato-Frucht kommt rein. Perfekt. Tun wir mal schauen. Ja. Süppchen. Wie schaut's mit Suppe aus? Geht gar nichts. Puh. Warum? Gemüsestärke würde gehen, aber keine Gemüsesuppe. Weil schmutziges Wasser fehlt. Pfui. Getränk, okay, und Steaks. Ach komm, also braten halt. Passt schon so, ist schon gut. Boah. Ist ja wurscht. Also, wieder völlig speichern. Bestätigen, bestätigen, okidoki. Und wir gehen es wieder an. Wie gesagt, wir porten uns hier hin. Wieder einmal. Und dann gehen wir schön Supermutanten killen. Ach, ich hoffe, dass diesmal kein Bug da ist. Also, dass wir das jetzt durchbringen, den Part. Weil sonst muss ich ein Stückchen weinen, ehrlich gesagt. Ich war so stolz. Wir haben das so toll gemacht. Ja, haben wir wirklich. Ba, ba, ba. So, das sind viele kleine Kotzwürfis. Und wir marschieren in die Richtung. Wir haben sogar mit 2 Schuss eine Rathirschkuh besiegt. 2 sogar. Wie gesagt, ich war so stolz. Frische Beute für unser Dorf mit nach Hause zu bringen und das dann zu verkochen und zu verköstigen und dann sagt der Computer, nein, ich mag nicht mehr heute. Ich bin schon müde, ich will schlafen gehen. Aber es gibt kein Müde sein. Nicht so lang Zocki sagt, es muss noch gehen. Hier drinnen gehe ich jetzt mit Absicht nicht rein, denn hier drinnen handelt es sich scheinbar um einen Dungeon. Und damit wir uns ein bisschen Zeit sparen tun und da wir hier noch nicht her müssen, werden wir uns da unten weiter auf den Weg machen. Da müssten jetzt, wenn ich noch Glück habe, 2 Hirschkühlein sein. Also diese 2-köpfigen Rehleins, ne? Da waren wir nämlich schon einmal vor etlichen Parts, als wir da drüben dieses Gebiet gesucht haben. Also sprich, ich glaube Paladin, Tents und so. Ah, da ist es soweit. Ah, so wird es da. Wie, nichts getroffen. Die erste ist schon mal besiegt. Die zweite dürfte abgehauen sein. Der war das wahrscheinlich zu viel. Greif einfach zu. So, nachladen. Und speichern. Okay. Ja, der zweiten war das definitiv zu viel. So, hier fängt das Super... Ah, hier irgendwo. Ah, okay. Gefahr. Ja, da ist die Gefahr, nämlich die Supermutanten. Ja. Oh. Passt. Gleich nachladen. Wir haben keine Supermutanten aufgeschreckt, das ist gut. Denn die müssen... Hoppala, das war der falsche Knopf, denn die müssen jetzt dran glauben. So, ich hoffe, das gelingt uns diesmal. Ich würde es begrüßen. So. Was war das? Habe ich ihn nicht getroffen? Das wäre jetzt aber ungut. Ah, da ist der Selbstmörder wieder. Wir sind vorbei. Wow! Was war das jetzt? Ja, kommt raus, kommt raus. Hey, das war letztes Mal aber nicht. Ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber in der Regel war es das nicht super. Was du der Mist. Das ist wieder super. Oh, 6
4. Boah, ich muss da weg. Wow, ich glaube... Na, falsche Taste. So, jetzt kommt nochmal von der Seite irgendwo ein Viech. Hallo? Gar nicht mal? Ehrlich nicht? Also da ist so ein deppertes Hundsviech noch gekommen. Nix? Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Ich mache lieber einen neuen Spielstand. Im Ernst? Kein mutiertes Hundsviech. Ist jetzt aber ein bisschen schlecht, weil ich wollte eigentlich, dass die da... Wir sind hier nicht allein, Blue. Wow, ich bin wieder weg. Was meinst du? Ah, da kommt schon wer. Hey, da draußen ist was. Der hat einen Raketenwerfer. Der hatte das letztes Mal aber nicht. Hey, wie fies ist denn das, ey? Und ich habe überhaupt nicht getroffen. Ich habe vergessen aufzuwerten, ne? Aber das müsste schon waffenmäßig... Bitte, lass das jetzt schon. Nein, ich habe vergessen, die Waffe aufzuwerten. Darum bin ich so schlecht. Scheiße. Das Wichtigste habe ich wieder vergessen, ne? Ich bin so blöd. Manchmal glaube ich es echt. Ja, wieder zurück. Entschuldigung. Ach du Heilige. Natürlich muss ich das erst aufwerten. Ah. Kacke. Drum geht's so schlecht. Darum habe ich auch die Hirschkuh so schlecht getroffen, beziehungsweise zu wenig Schaden gemacht. Mir fällt es natürlich nicht auf. Nein, wieso denn? Ah, wie ärgerlich. Naja, was soll's. Nein, das ist wieder verkehrt. So, da muss ich her. Ja. So, haben wir hier was? Nein. Dann hier, Lauf. Nein. Da, vollständiger Kolben. Passt auch. So, was noch? Und hier. Hä? Da war ja eh alles. Es ist ja... Welche Waffe habe ich dann bitte angeschaut? Ist eh alles da? Jetzt komme ich gerade nicht mit. Weil es jetzt gerade... Ich habe das die falsche Waffe angeschaut, ne? Ich bin so ein Held. Wahnsinn. Also kann ich getrost laden. Alles okay. Alles gut. Okay. Ich bin nur im Pfosten, aber sonst geht's mir gut. Gekommen. Käse, verdammt. Die falsche Waffe war scheinbar ausgerüstet. Wie auch immer das gegangen ist. Super, echt. Passt eh alles, was wir machen. Alles prima, alles bestens. So. Fix und die Geigen. Ich will zum Teufel diese Waffe da. So. Aufladen. Aufladen? Jetzt geht der Aufladeknopf nicht. Ich glaube, ich kriege einen Bildschirm. Ach, hat nur 24 oder was? Hat er nicht 27? Wurscht. Ist egal. Hey, da draußen ist was. Ja. Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Nein. Ja, kommt schon geflogen. Wo ist denn das Schwein? Es gibt Ärger. Die
Der erste Mutant ist hin. Alter, 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 geh sterben, du Mistviech. Was? Wer schießt denn da? Arschloch. Hund? Hundskrüppelviech. Passt, Viech ist tot. Alter, von... Alter, ich hab Ziel. Passt. Ach komm, Piper. Passt, der ist auch hin. Da oben ist auch noch so ein Kerl. Hey, da draußen ist was. Hallo? Ja, nachladen bitte. Und einmal noch. Jawohl! Sind wir da jetzt fertig, bitte? Na. Kommt da jemand? Ich dachte, ich hätte einen Schatten gesehen. Irgendwo war da wer. Irgendwas mit einem Scharmützler. Aber wo? Hallo, wo ist denn der jetzt hin? Ah, da ist was, glaube ich. Zumindest schon meine ich, was gesehen zu haben. Aber da ist nichts. Weniger als nichts. Aber der Selbstmörder war jetzt nicht dabei, oder doch? Das gehört jetzt uns. Ja. Mysteriös. Ganz ehrlich. So. Her mit dem Zeug. Da liegen auch... Nein, ich wollte das Wasser wieder nicht trinken. Das ist radioaktiv. Bäh. Bah. Okay, das heißt, wir tun speichern. Leichte Anspannung. Man merkt's, tut mir leid. Ja, genau. Ich muss auch jetzt fallenmäßig furchtbarst aufpassen. Na, nicht trinken. Mann, ey Mädel. Ich will, dass du das hier entschärfst. Alter, das hört schon wieder komisch an. So. Weil hier ist alles voll mit Waffen. Aber alles. Na, nicht schon wieder. Ich trink, genau. Ich drück zu schnell. So, vorsichtig jetzt. Stuhl. Was haben wir da? Genau, das Zeugs. Hier ist nichts drin. Hier dürfte auch keine Falle mehr gewesen sein, bis auf die hier. Die werden wir alle entschärfen, dann kriegen wir nämlich schön Erfahrungspunkte dazu. Was haben wir da? Da war gleich was drin. Ja, Kakerlakenfleisch, genau. So ein Dinnertablett. Ein Besen und ich glaube... Ah ja, verbranntes... Verbrannte Zeitschriften. Aber das war's auch schon. Hier sind wir fertig. Dann habe ich es noch bis da drüben hingeschafft. Da muss ich auch aufpassen, denn hier ist auch eine Falle. Wow. Alter, Schreck.
Schocksperre Not. Hier ist sonst nichts. Eine Bügelsäge, Schraubenzieher, ein Koffer voller Waffen und Munitionen, Hammer und Lötlampen und Kombi, Schrauben, Schlüssel, alles da. Zementsack sogar. Perfekt. Ja? Dann bin ich darüber gegangen, da oben droben. Ich werde mal speichern. Und dann da oben droben hat er gemeint, ne, ich nix mehr Bock. Ich nix mehr Bock. Und darum bin ich am Überlegen, ob ich da nochmal raufgehen soll. Um nicht noch einmal zu riskieren. Aber da oben ist so ein toller Helm eigentlich auch gewesen. Da musst fast hin. Ich hoffe, dass da jetzt nichts passiert. Auch hier fleischsackmäßig. Da war nämlich noch was drin. Schlafsack, jawohl. Da könnten wir uns ein bisschen ausruhen. Jawohl, da, ne? Der Kerl da wird auch ausgelootet, selbstverfreilich. Da fehlt ihm gleich mal die Hand weg. So. Ich würde sagen, ich gehe dann gleich sofort wieder. Puh, nichts passiert, Gott sei Dank. Schauen wir mal. Hier ist, wird, also Gegner scheint hier keiner auf. So, aber ich denke mal, wir können trotzdem hier weitermachen. So, Falle irgendwo. Schaut nicht so aus. Komisch, irgendwie gegnermäßig. Aha, da drüben müssen wir rein. Da, Blähfliegenschichtel. Oh na. Oh je. Ich hoffe, das bricht mir jetzt nicht das Genick. Wo ist er hin? Ah. Na, wo ist er denn? Aha, da drüben. Na, komm raus. Du Feigling. Jawohl. Ich hoffe, das war's auch. Dass nicht noch mehr von diesen Viechern sind. Na, schaut gut aus. Schaut nicht gut aus. Doch, schaut gut aus. Ja, wie jetzt? So. Her mit dem Zeugs. Oh Gott, ich komme da nicht durch. Das ist so klar. Was? Bist du das Piper, oder? Du bist das. Du Kackskelett. Alter. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Superkleber. Ja, bitte, du kannst gern was für mich tragen. Psst. Schieß los. Handel, wir können aber nur ein bisschen was. Ich könnte aber nochmal, dass ihr hier reingeht und wir uns hierher porten können. So, könnte ich ja. Du brauchst gar nichts dran. Ich könnte nochmal zu mir nach Haus, ne? Also quasi in unser Lager und dann nochmal hierher. Wir haben ja eigentlich eh alles sauber gemacht. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, oder? Hier nochmal schnell alles aufheben. Und dann nochmal herborden. Es geht ja eh schnell. Ich glaube, das werden wir noch machen. Einmal noch, dann haben wir schön die Taschen leer, weißt du? Weil das müsste jetzt ja gehen, ja, zum Herborden. Passt schon. Und dann würde ich meinen, passt. Eigentlich. Hoffentlich.
Eigentlich hoffentlich. So. So, lade ein bisschen schneller, bitte. La, la, la. Perfekt. Dann können wir zum Beispiel, oder ich beende den Part dann gleich hier eigentlich, können wir auch tun. Und im nächsten können wir dann die Indie da quasi starten. So. Nein, falscher Knopf. Hast du was gesagt? So klar hier. Nein. Ich habe nichts gesagt. Niemals. So, das Lasergewehr tue ich auch mal weg. Das kommt weg, das kommt weg. Raketenwerfer. Uhaha, wir haben... Richtig, wir haben einen Raketenwerfer gefunden. Den werde ich jetzt aber trotzdem mal ablegen. Den brauchen wir für später. Für eine bestimmte Mission wird er uns sehr, sehr nützlich sein. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, für welche, richtig, nehme ich die für die Minutemans. Da werde ich diese Waffe einsetzen, zu wissen. Oh ja, und ich werde es genießen. Ja, das tun wir auch mal weg. Hammer, ja, Schrott gehört auch weg. Hilfsmittelchen, das kann weg, das kann weg. Ja, hat eigentlich der Kuchen auch. Was soll's, das kann weg. Das tun wir auch weg. Das auch. Das auch. Das sowieso. Passt, glaube ich mal. 76, wir werden immer leichter. So, dann kann ich hier nochmal drüber schauen, ob wir noch was optimieren können, aber ich glaube fast nicht so schnell, weil uns ein bisschen an Material fehlt. Schaut ja recht brauchbar aus, was wir hier haben. Alles gut. Vielleicht hier beim Ghoul-Töter. Vielleicht geht hier... Oh, hier wird tatsächlich was gehen. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Oder schau mal. Boah, mächtiger... Boah, das ist jetzt echt... Gehen wir mehr auf Damage. Oder... Ich würde schon sagen, ne? Präzision. Damage wäre gut, oder? Dann wäre der mächtige Verschluss gut. Dann bräuchten wir hier. Das würde eigentlich passen. Dann, was haben wir da? Das wird auch passen. Großes Schnelllademagazin, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zielfernrohr. Würde ich sagen, lang, reich, weit, weit Zielfernrohr. Boah, das ist mal Name. Dann keine Mündungsbremse. Mündungsbremse. Rückstoßkontrolle erhöht Rückstoßdämpfung pro Schuss. Unterlegene Reichweiten. Das ist ja nicht so schlimm. Naja, so unterlegen ist jetzt auch wieder nicht. Würde ich sagen, ist gekauft. Perfekt. Dann können wir bei der Schrotflinte... Ah, warte. Jawohl doch, die Schrotflinte war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wo waren wir? 93, ne? Bei dem. Kurzer Lauf. Kurzer Kolben. Standardvisier. Keine Mündungsbremse. Okay, weil der Kleber halt fehlt. Ja, schon klar. Ja, ich glaube, wir haben unsere Buffen gar nicht mal so schlecht verbessern können. Die Mods hauen wir wieder in die Waffen. Nein, das war der falsche. Ja. Die Mods hauen wir wieder in die Waffenbank rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Also schauen wir. Waffen. Inventar, Munition, Mods. Die tun wir alle rein. Jawohl. Und gut ist. Passt.
Viper hat eh nichts drinnen, da haben wir eh schon kontrolliert. Müsste eigentlich alles passen. Wir können jetzt nochmal versuchen, schlafen zu gehen. Hier wird schon jemand schlafen drin, jawohl. Das haben wir uns fast gedacht. Können wir eigentlich die Tür wieder zumachen? Dann zieht es nicht so. Ja, schlafen können wir eigentlich, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil wir sind dann eh... Jetzt macht die wieder die Tür auf, ne? Schlafen gehen brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil, ja. Es geht jetzt eh gleich in den Dungeon. Na fein. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden das Ganze heute wieder. Es war mir wieder mal ein Volksfest. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.